Blockaden, Energiestau, Schmerzen und Unsicherheiten. Dies kann sich im Vollmond in Skorpion nochmals zeigen. Es zeigt uns alles, was uns in unseren Themen noch nicht im Ausgleich sich befindet. Es wird sichtbar, was ich seit dem letzten Neumond und der Sonnenfinsternis angestaut hat und noch nicht in die Freiheit gebracht wurde. So hilft uns in diesem Vollmond in Skorpion Uranus, die Unruhe, unsere tiefsten Schmerzen und Unsicherheiten werden uns gezeigt. Wir dürfen uns gut verankern, in unserer Mitte bleiben. Wir dürfen uns mit dem Fluss des Lebens fließen lassen. Unser verletzter Heiler lässt uns unsere Schmerzen fühlen. Wir müssen uns mit unseren inneren Themen auseinandersetzen. Es ist wichtig, sich unseren Themen zu stellen, nicht auszuweichen. Wir üben dürfen, unsere alten Muster zu verlassen. Dies könnte sich auch zeigen, dass du jetzt aus dem Kampf herausgehst und in der Meditation alles transformieren lässt. Dies dient uns, altes Karma in Heilung zu bringen. Manches Mal, wenn wir nicht hinschauen, wir starke Transformationen erleben. Durch unser Arbeiten mit unseren Themen werden die Heilkanäle gereinigt, weiter ausgedehnt und in Heilung gebracht. Es bedarf unserer bewussten Schattenarbeit. Sie macht es uns leichter, in die neuen Energiefrequenzen einzutreten. Es fließt starke Heilungsenergie zu uns. Unsere DNA wird weiter ins Gleichgewicht gebracht. Hierzu arbeiten wir in unserer Community monatlich in einem Live-Webinar an unseren alten Mustern, um diese mehr zu verstehen. Genau hinzuschauen und aufzulösen. In unserer täglichen Mondreise, wenn du täglich dabei bist, erkennst du mehr und mehr deine Schatten. In meinen persönlichen Heilsitzungen begleite ich dich gerne im Erkennen deiner Schatten. Ich kann für dich schauen, in welchem Feld du dein Karma bearbeiten möchtest. Hier zeige ich dir deine Muster. Alles, was du in alten Leben bereits erreicht hast oder Muster aus alten Leben und im jetzigen, welche nicht mehr dienlich sind. Du erkennst, was du in diesem Leben erreichen und auflösen möchtest. Du findest die Links für die Musterarbeit unter dem Video. In unseren Partnerschaften dürfen wir genau hinschauen. Wir möchten nicht die Dinge, die andere von uns möchten, diese möchten wir nicht mehr erfüllen. Es ist wichtig, unsere alten Rollen nicht mehr aufrecht zu halten. Sonst werden wir innerlich verletzt sein. Lassen wir uns nichts mehr vom Außen vormachen, keine Versprechungen machen oder auch von anderen glauben, dass sie uns etwas versprochen haben. Lasse dich nicht auf deine Illusionen ein, da sich in dieser Mondfinsternis ein gewisser Schleier über uns gelegt hat.
Wir sehen nicht klar. Wir dürfen darauf achten, dass wir nicht verletzen oder uns nicht verletzen lassen. Wir dürfen beobachten, in uns hineinzuschauen, genau hinzusehen. Es hat sich mir auch sehr gezeigt, dass wir in den Voll- oder Neumondphasen in uns zurückzuziehen, zu schauen, was wir noch loslassen möchten, was fühlt sich nicht gut für mich an. Fühle ich mich wohl? In den Mondphasen, in Voll- oder Neumond, kann es geschehen, dass du, wenn du dich im Außen befindest, Dinge aussprichst, welche du hinterher nicht mehr gut findest. Beobachte, schau genau hin und werde zuerst in dir selber klar, damit du dann die Dinge klar aussprechen kannst. Smarana, schön, dass du da bist. So mögen wir uns üben, in uns zu hören. Was möchte nach oben steigen, wenn wir uns unseren inneren Schatten stellen, diese nicht mehr wegdrücken, jeden Schmerz, jede Transformation, Konflikte und Ärger. Wir dürfen in uns Altes transformieren, damit der Frühling neu sich in uns entfachen kann. So dürfen wir weiter unseren Zielen bewusst werden. Was ist wichtig? Was möchte ich erschaffen? Möchten wir Licht erschaffen? Oder, wenn wir nicht achtsam sind, erschaffen wir Konflikte und Kampf. So mögen wir uns bewusst sein in jedem Moment, welche Seite wir lieben wollen. Gehen wir den Weg des Lichtes und der Liebe oder erschaffen wir die negativen Aspekte dazu? Wir dürfen Altes abschließen, ein totaler Neuanfang. Wie wird sich in uns entwickelt? Es geht in Richtung Selbstwert. Was sind meine Werte? Was zeigt sich mein Verhältnis zu meinen Finanzen? Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Marianne Selina. Du findest mich unter Smarana Yoga und Heilung. Ich begleite dich gerne in Verbindung mit deiner Seele, in Coachings, Heilsitzungen und spirituellen Weiterbildungen auf deinem Weg in die neue Zeit. Wenn du meine neuesten Videos erhalten möchtest, kannst du gerne meinen Kanal abonnieren. Die Energie von Pluto befreit uns von allem, was nicht zu uns gehört. Pluto dient uns, unsere innere Freude zu entfachen. Alles, was uns eng macht, wird aufgelöst. Wie will ich mein Neues beginnen und das Alte loslassen? Was möchte ich loslassen? Beziehungsweise was muss ich loslassen? Die kosmische Befreiungsenergie wird zu uns gebracht, sanft oder chaotisch. Es wird aufgelöst. Saturn gibt uns unsere innere Stärke dazu. Er dient unserer Stabilität.
Er dient uns unserer Planung zu Neuem. Wir werden geführt, unsere Intuition wird weiter ins Leben gebracht. Um ins Leben zu gehen, heißt es auch einmal, etwas zu wagen, nicht an alten Sicherheiten und Strukturen sich festzuklammern. Erkenne in deinem Spiegel, wenn dich dein Gegenüber triggert, was will er mir sagen? Ist der andere mein Feind oder spiegelt er mir meinen Unfrieden? Die Planeten können uns unterstützen, Verborgenes, Unterdrücktes aus uns hervorzuholen. Ein Prozess, welcher noch etwas anhält. Alles, was jetzt geschieht, führt dich in dein wahres Selbst hinein. Alles, was sich dir noch chaotisch zeigt, hier gilt es, Ruhe zu bewahren, genau hinzuschauen. Wenn du hier Hilfe und Klarheit brauchst, melde dich gerne bei mir. In einer Heilsitzung zeigt sich vieles, was ich auflösen darf. Wenn du dich mehr mit den Energien deiner Sterne und der monatlichen Mondreise beschäftigen möchtest, kannst du dich in der monatlichen Gruppe anmelden. Ich poste auch hier in der Community auf YouTube die täglichen Tagesenergien kostenlos. Und du findest hier immer die passenden Videos zur täglichen Mondenergie, welche du zu dir passend in jedem Moment anhören kannst. Hier ist es egal, ob der Mond sich in Voll- oder Neumond befindet. Du findest deine eigene momentane Mondphase, welche dann für dich richtig und gut ist. Ebenso kannst du in meinen Livestreams oder Webinaren vieles erlernen, um mit neuen Energien zu arbeiten. Übrigens fließen jetzt ganz neue Energien zu uns, welche wir hier eingebettet bekommen. Ich stelle gerne diese Links ebenfalls ein. Im Vollmond in Skorpion geht es um Stirb und Werde. Durch unsere Konflikte und Widerstände dürfen wir spüren, dass wir nicht alles unter Kontrolle haben. So zeigt sich hier eine gute Energie, des alles in Gottes Hände legen. Auf die höheren Energien des Willen Gottes uns einzulassen. Unser Ego, unsere Schatten in Gänze abzulegen. Wir werden in unserer Meditation mit der Kraft von Lilith mutig unseren Schatten ansehen und Zugang zu unserer Lebenskraft erhalten. So leer das weiße Wesen der Venus wird uns zu unserer Urenergie nach Hause führen. Dort dürfen wir in den göttlichen Feldern der Liebe uns ganz hineinfallen lassen. Ihr Lieben, so vieles durften wir auf unseren Mondreisen bereits in Heilung bringen. So mögen wir uns nun auf der weiteren Reise in den heiligen Feldern der Nähe Gottes nochmals genau ansehen, was gehört zu mir, welche Ziele habe ich mir in meinem Leben gesetzt und wie kann ich diese zu meinem Wohle umsetzen. So werden wir in dieser Meditation in die heilenden Felder in Gottes Nähe geführt.
Solea unterstützt uns, Klarheit zu erhalten, dort, wo sich unsere Schleier befinden. Sie wird in unsere Themen Klarheit bringen. Bleibe auch bis zum Ende dabei. Wir werden unsere hindernde Schwelle in die neue Zeit überwinden, um ins Licht der neuen Zeit einzutreten. Dies kannst du in dieser Meditation immer wieder tun. So kann vieles in Heilung gehen. So lasse dich nun fallen in deinen Herzensraum hinein. Lasse in deinem Herzen die Sonne entstehen. Nimm ihre Strahlen wahr und nimm wahr, wie sie über all deine Körper hinausstrahlt. Ganz weit um dich herum. Nimm deinen Atem wahr, wie er ruhiger wird. Nimm in deiner Mitte wahr, wie der Frieden in dir entsteht. Wie du ruhiger wirst. Nimm über deine Fußchakren die Verbindung zu Mutter Erde wahr. Lasse deine Lichtwurzeln ganz tief in Mutter Erde ankommen. Und nimm wahr, wie sie sich dort geborgen fühlen, im Schoße der Mutter baden. Und nimm wahr, wie sie dich in ihrem Schoße hält und trägt. Genieße die Energie. Fühle nun, wie das Licht von Mutter Erde wieder in deinen Herzensraum nach oben fließt und ein weiterer Lichtstrom über dein Schädeldach zur göttlichen Quelle fließt, zum Ursprung allen Seins. Bade im Schoße deiner göttlichen Eltern. Fühle, wie sie dich tragen und halten, lieben und herzen. Nimm die Energieausdehnung wahr und nimm wahr, wie sie zurück in deinen Herzensraum fließt. Dein Herzensfeuer in dir lodern lässt und die Dreieinheit in dir entfacht. Lasse nun diesen Lichtstrahl aus deinem Herzen in dein Sonnengeflecht hineinfließen. Spüre, wie ein goldener Lichtstrom all deine Chakren reinigt und klärt. Lasse dich ganz hineinsinken in deinen Herzensraum, ganz tief in dir. Dehne deinen Herzensraum
weiter und weiter aus. Spüre, wie die Energie deines Herzens sich mit deiner Seele verbindet. Nimm deinen Seelenraum wahr, die Energien, die Farben, all deine Fähigkeiten, deine Boten und Helfer, deine Seelenengel dich begrüßen. Sie laden dich ein, mit ihnen zu der Reise in die heilenden Felder von Smarana. So rufe ich für dich Solea, das weise Wesen der Venus. Nimm ihre liebende Energie wahr, ihre Liebe, ihr heilendes Licht. Spüre, wie es deinen Herzensraum berührt. Fühle, wie es ganz hell wird und du dem Licht folgend tiefer in dich hineinsinkst. Ganz tief in deinem Herzen. Nimm das heilende Licht wahr. Komme mit deinem Atem ganz dort in deinem Herzen an. Bade in dem heilenden Licht. Es befreie dich von allem, was dich schwer macht, was niemals zu dir gehörte. Was dich in engen Grenzen hält. Lasse es geschehen. Fühle die befreiende Energie deines Lichtbads. So fühlst du, wie du tiefer in deinem Herzensraum ankommst. Du fühlst Stille und Ruhe in dir. So trägt dich nun Solea mit deiner Absicht in die heilenden Felder von Smarana. Du fühlst den Mut, der in dir aufsteigt. Lilith, der schwarzen Mondgöttin, zu begegnen. Sie empfängt dich liebend. Du weißt, dass es dem Stirb und Werde bedarf, in dein neues Leben zu gehen. Die Auflösung mancher Prozesse dauern etwas. Sieh auch, wie du vor einem Tor stehst und du bereit bist, den Hüter der Schwelle zu überwinden. Dieser Fokus ist ganz wichtig. Lasse dir Zeit, genieße die Reinigung. Tief in all deine Zellen, in deine Zellkerne hinein. Lasse es geschehen.
Fühle, wie all deine aufsteigenden Energien sich lösen. Schaue deine Themen an und gib sie in das reinigende Feuerlicht hinein, das Lilith zu dir bringt. Die Energie von Lilith und das Verbinden mit ihr bringt uns unsere Weiblichkeit zurück. Es ist ganz wichtig, hörst du sie sprechen, dich mit deiner Weiblichkeit auszusöhnen. Deine Weiblichkeit wieder anzunehmen. Zutiefst wurde das Weibliche auf eurem Planeten Erde verletzt. Wisse, euer Urthema, dies habt ihr versprochen am Anfang der Zeit, die Liebe wieder in die Heilung zu bringen. Darum wurde auch ich in meiner Energie unterdrückt. Ihr wisst, was alles geschah gegenüber der weiblichen Urenergie. Meine Energie in dir ist die reine Lust und Freude am Leben. Nimm sie wieder an, um alles zu wandeln in Licht und Liebe. Verweile einige Momente und lasse geschehen. Urweibliche Kraft fließt zu dir. Du bist tief versunken in der Heilung der Weiblichkeit. Du fühlst dich wohl in diesem heilenden Feuer. So berührt dich Solea und beschreibt dir, dass es nun Zeit ist, über die Schwelle zu treten. Du fühlst deine Bereitschaft. Alle Zweifel, alle alten Bindungen wurden von dir abgelöst, in Heilung gebracht. Fühle über deinem Kronenchakra dein höheres Selbst, dort, wo deine Schöpferkraft zu Hause ist, wo alles enthalten ist. Lasse dich nun ein, spüre, wie du dabei höher getragen wirst. Du wirst leichter und du fühlst dich wohl. Solea und deine Boten und Helfer, deine Seelenengel, begleiten dich in das Feld der Liebe.
Du fühlst dein neues Lichtkleid, welches du erhalten hast. Du fühlst dich geborgen und getragen von dieser lichten Energie. Freue dich auf dein allerschönstes Leben. Nimm die Bilder wahr. Nimm wahr, sieh, wie dein inneres Kind hüpft, lacht und tanzt. Du weißt, es hat vieles mit deiner Schöpferkraft gemeinsam. Die Schöpferkraft braucht unser inneres Kind. So wird Neues erschaffen und ins Leben gebracht. Sieh dein allerschönstes Leben in Gesundheit, Wohlstand und Fülle. Ein aktives Tun ins Leben hinein, stets in Freude schöpfend. Genieße die Energie. Sieh auch, wie dein Kind dich mitnimmt zum Spielen. Fühle, wie die Schmetterlinge in dir tanzen, dein Licht entfachen, die Liebe zu dir bringen. Mache diese Meditation immer wieder, besonders wenn die Schwere in dir aufsteigt. So wird vieles für dich in Heilung gehen. Spüre nun, wie tiefe Liebe, Leichtigkeit und Freiheit dich erfüllen. Lasse das Gefühl zu und behalte es in deinem Herzen. Herz und Verstand sind nun eins, in Liebe schöpfend. So wird es nun Zeit, wieder zurückzukehren. Die Energien lösen sich auf. Atme tief und vollständig ein und aus. Sei wieder ganz im Hier und Jetzt. Bedanke dich bei deinen Seelenengeln, bei Solea und deiner Seele. Freue dich, dass all die Energien nun bei dir sind. So spreche ich, Solea, noch einmal zu dir. Geliebtes Menschenkind, lasse dich in dein Herz hineinfallen, wenn du dich kraftlos und energielos fühlst, wenn die Schwere in dir nach oben steigt, umhülle dich mit meiner weißen Lichtenergie. So wird alles für dich in Heilung gehen, was dich belastet.
Sehr schön waren sie, die Energien. Nutze diese Reise immer wieder, um den Ausgleich deiner Energien zu erhalten. Atme tiefer ein und aus und kehre wieder ins Hier und Jetzt zurück. In meinem Webinar Lichtschule der Venus, die Reise auf Sirius, erhältst du hochenergetische Werkzeuge, um mit den Energien der neuen Zeit selbstständig zu arbeiten. Hier wirst du in deine weibliche Urenergie eingeweiht, deine Kanäle werden geöffnet, du erhältst die Aktivierungen und vieles mehr. Übrigens, die neuesten Energien, welche auf die Erde gebracht werden, sind in den Webinaren enthalten. Auch erhältst du sie in den Engelheilsitzungen. Unter dem Video findest du all die Links zu den Webinaren und Mondreisen. Die Reinigung all deiner Energiekörper ist wichtig am Abend, bevor du schlafen gehst. Beschreibt uns die geistige Welt. Reinige dich und kehre in deine Urenergie ein. So können wir in der Nacht für dich arbeiten, während du schläfst. Wir tun dies gerne. Wenn du uns rufst, sind wir im selben Augenblick bei dir. Wenn dir meine Meditationen gefallen, freue ich mich auf deinen Like und dein Feedback. Abonniere meinen Kanal, so verpasst du kein Video mehr. Viel Freude mit den Energien, bleibe im Licht, melde dich gerne, wenn du Hilfe möchtest. Smarana, schön, dass du dabei bist. Lasse es dir gut gehen.